Так, вон наша группа. Aussagekraft von dem Test. Es bringt nichts, wenn ich jetzt zu lange warte. Ihre Meinung, die beste Züchter in AK sind Kercher natürlich. Herr also, Dr. Kercher. Nein, also das würde ich gar nicht sagen. Würde ich ja. gar nicht sagen, auf keinen Fall. Mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, diese ja, ich möchte also, eine provokative Frage ja, machen. Ja, also das kann man wirklich nicht sagen, welche okay, Namen. Vielleicht weil, über die Menge, über die Qualität vielleicht oder ein paar Namen für unsere Zuschauer. Namen okay. ist schwierig. Ich kann sagen, wir haben sehr viele gute Züchter. Manche sind motivierter, manche machen mehr für die Zucht, manche machen weniger für die Zucht. Bei manchen bin ich jetzt nicht derselben Meinung. Die haben einen anderen Zugang zur Zucht, den ich nicht teile. Und andere vertreten eine Philosophie, die ich mehr teile. Manche sind genauer bei der Zucht, manche weniger genau, aber einzelne Namen kann ich da nicht ja, erwähnen, weil sonst, das ist ja nicht, ja, okay, die fallen auch nicht. Alle an. Züchter ja. von ja. AK sind die Beste in der Welt. Ja. Das sowieso, ja. Ich verstehe. Ja, ja. Okay, dann ich möchte Sie fragen, welche Kriterien sind wichtig für AK-Züchter in dieser Zeit? Erster Punkt, zweiter Punkt, können wir das notieren ja, sozusagen? Ja, also viele Punkte. Eben, wichtigste ist natürlich die Verrohrabwehr. Das ist erste Stelle, oder? Erste Stelle. Ja, mit Abstand an erster Stelle, weil es ist wirklich momentan ein sehr großer Wettkampf zwischen den verschiedenen Unterarten, Hybriden eben weltweit. Und diese Unterart oder Hybrid, eben, der als erstes Varroa-resistent ist, setzt sich dann auch weltweit durch, wahrscheinlich. Deswegen wäre es Wahnsinn, wenn wir nicht die Varroa-Abwehr an erster Stelle hätten. Man sieht auch bei unserem Zuchtfortschritt jedes Jahr, ist der größte Zuchtfortschritt im Abstand der Varroa-Abwehr. Danach kommt an zweiter Stelle Honiger dran. Und erst danach kommt Sanftbrot, Wabensitz, Schwarmneigung. Und das sind mal die fünf Hauptfaktoren, ja. die selektieren. Diese fünf Faktoren bilden nach dem Gesamtzuchtwert. Daneben gibt es aber noch den Kaltbrotzuchtwert. Der ist auch entscheidend, dass wir von keinen Völkern nachziehen, die kaltbrotanfällig sind. Aber abgesehen von diesen Zuchtwerten gibt es nicht also andere Kriterien auch noch, die ein Züchter registrieren soll, wie zum Beispiel die Folgestärke, die Frühjahrsentwicklung. Haben Sie das war schon dabei. Ach, das ist schon ein Zuchtwert. Ja? Ist ein Zuchtwert. Aber Frühjahrsentwicklung, Folgestärke und Winterfestigkeit vor allem. Sind bis jetzt noch keine Zuchtwerte, vielleicht in Zukunft, vielleicht werden sie mal Zuchtwerte, aber diese Sachen werden auch mit notiert und ja, das kann man entscheiden, die züchterische Selektion. Super, super. Okay. Die nächste Frage bitte, sagen Sie, welche Variante oder welche Arten von Belegstellen und Zusammenstellen haben die ACA? Hat die ACA? Ja, also wir haben diese Typen, die auch im B-Breed eben möglich sind. Das sind sechs verschiedene Klassen. Klasse 1 ist künstliche Besamung, Klasse 2 ist Inselbelegstelle, Klasse 3 ist Linienbelegstelle, 4 Rassenbelegstelle, 5 Stammbegattung, also da ist der Vater unbekannt, und 6 ist Belegstelle. Züchterisch meiner Ansicht nach entscheidend oder wichtig ist nur Klasse 1, 2, 3 und ja, das war es eigentlich. Ja. So, wir haben eine Frage von unserer Kollegin aus Russland, unser Kollege Vlad Belazorov. Er züchtet und er arbeitet mit Karnika mit großem Vergnügen. Und dieses Jahr er kauft auch Karnika von ACA und er fragt, warum die Karnika-Züchter machen keine wichtigen Kriterien für die Honig in der Brutraum, zum Beispiel im Vergleich mit Backfast. Ja? Es ist möglich, diese Kriterien sozusagen akzentieren sozusagen. Ja, also das ist das Problem, was ich vorher schon angesprochen habe. Das Verhalten der Karnika und der Backfast ist
grundlegend unterschiedlich, was jetzt den Nahrungshaushalt betrifft. Das heißt, das ist auch der Grund, weshalb ein Backfastvolk bei 3 Wochen Regen verhungert, weil sie eben keine Nahrungsreserven rund um ihre Brut haben. Das heißt, die leben immer am letzten Tropfen praktisch. Und die Kanika macht das anders. Die Kanika hat etwas Reserve rund um die Brut, hat vielleicht dann nicht so große Völker, aber sie verhungert auch nicht bei Regen. Und das ist der Unterschied. Wenn man aber jetzt ein Absperrgitter einsetzen möchte, ein Rundstabgitter zum Beispiel, dann geht das natürlich bei der Kanika genauso wie bei der Backfast. Und dann habe ich auch keinen oder fast keinen Honig im Brutraum, sondern fast alles im Honigraum. Das geht genauso. Aber wir werden nicht das Verhalten der Kanika in eine Richtung verändern, die wir für negativ halten. Okay, danke. Herr Dr. Kercher, ich habe noch eine Frage. Welche Hauptprobleme hat die Imkerschaft in Österreich? Hauptproblem. Es wird einfach jetzt mehr, viele Probleme. Also ich beschränke mich jetzt mal auf drei. Ja, nur drei wichtige Sachen. Das ist genug. Also, einerseits das viel zu kurzsichtiges Denken. Also, es wird einfach nur gedacht an mehr Honig, aber nicht an Zucht. Ja, ja. Also man kann aber keine wirtschaftliche Imkerei betreiben, wenn man eine schlechte Genetik hat. Das geht nicht. Ich kann nicht mit Völkern, die einen hohen Schwarmtrieb haben, eine große Imkerei betreiben, weil da werden alle Völker schwärmen. Das heißt, nur wenige Leute haben es verstanden und es wird viel zu wenig propagiert leider in Österreich von unserem Dachverband, dass Zucht entscheidend ist, um erfolgreich zu sein. Man braucht einfach einen Bienen mit einem möglichst geringen Schwarmtrieb. Das ist die Basis. Und natürlich, das geht nur mit der Kanika und der Reinzucht. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, wir haben Bienenkrankheiten wie die amerikanische Faulbrut zum Beispiel und es ist eine Schande, dass dieses Problem nach wie vor existiert. Dabei wäre es, wenn man konsequent handeln würde, sehr leicht lösbar. Das dritte Problem ist... Varroa vielleicht? Ja, Varroa hängt mit Zucht zusammen. Aha. Es wird einfach zu wenig für Zucht getan. Okay. Es werden nicht einmal 0,5% von dem Budget des österreichischen Imker, der Biene Österreich, nicht einmal das wird für Zucht ausgegeben. Also es ist unfassbar. Ja. So, als drittes Hauptproblem fällt mir noch ein, dass einfach die Belegstellen nicht gefördert werden in Österreich. Das ist unfassbar. Wir haben da viel zu kleine Radien. Es wird sehr, sehr schwer gemacht, eine Belegstelle zu bekommen und zu betreiben. Also es ist einfach viel zu viel Priorität im kurzfristigen Erfolg, in Honigernte in einer bestimmten Gegend und viel zu wenig langfristiges Denken, dass die Genetik verbessert wird, von der ja alle profitieren. Jeder Imker profitiert davon, in Österreich und in anderen Ländern. Ja. Super, danke. Ja. Und welche drei Hauptziele hat die ACA Association? Unser erstes Ziel ist natürlich, die Varroa-Abwehr so schnell wie möglich zu erreichen. Okay. Und so, ja, also das ist das absolute Hauptziel. Und da sind wir kurz davor. Wir setzen uns da ein mit künstlicher Besamung, einem Thron, ihr Königin. Wir haben mittlerweile 70% unserer 1500 Prüfvölker mit einem vollständigen Varroa. 1500 Prüfvölker pro Jahr. 70% davon haben einen vollständigen Varroa-Zuchtwert. Ich glaube, das macht uns niemand nach. Vollständig bedeutet 100%? Nein, das bedeutet, dass alle Merkmale gemessen worden sind. Im Frühling der natürliche Milbenabfall, 3-mal je eine Woche. Und dann im Sommer der Puderzuckertest 1-2-mal und der Nadeltest 1-2-mal. Okay. Also die meisten machen beides 2-mal. Das ist ein vollständiger Varroa-Zuchtwert und sehr viel Arbeit. Und das sind von 1500 Prüfvölkern über 70%. Das ist schon extrem weit. Man sieht es auch schon in den Völkern, wir haben wirklich schon eine deutlich spürbare eigene Varroa-Abwehr. Die zweite? Zweite Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist, wir haben, wie andere Rassen auch wahrscheinlich, Probleme mit Einkreuzungen. Und diese Einkreuzungen werden wir jetzt in den nächsten Jahren konsequent
aus der Bipit-Population ausmerzen, also aus der ACA-Population zumindest. Ja. Und damit wir wieder eine 100% reine Panik haben. Und der dritte Punkt ist natürlich, und auf den vergessen sehr viele Verbände, aber die ACA nicht, wir sind da glaube ich auch Vorzeigebeispiel, nicht nur, dass der Frauenanteil bei uns auch immerhin recht hoch ist, auch sogar im Vorstand, sondern auch die Altersverteilung ist bei uns sehr gut. Wir haben sehr viele junge Leute und auch mittelmäßig alt und auch ältere. In anderen Verbänden schaut es leider so aus, dass das... Nicht ältere, mehr Erfahrene. Ja, mehr Erfahrene. Ja gut, ich bin da vielleicht manchmal zu ehrlich und zu wenig diplomatisch. Ja, aber wie gesagt, das Problem ist, wenn die Altersstruktur schlecht ist und dann kollabiert ein Verband. Und wenn in wenigen Jahren der Mitgliederanteil auf ein Drittel schrumpft, weil einfach die Leute zu alt werden und sterben, dann schrumpft auch die Zuchtpopulation. Und wenn die Zuchtpopulation schrumpft, schrumpft auch die genetische Vielfalt, die man hat. Also das ist ein Desaster. Und da denken wir sehr nachhaltig eben darüber nach und haben eben in letzter Zeit auch immer schon dafür gesorgt, dass regelmäßig junge Mitglieder bei uns beitreten. Ja, also die Zukunft der ACA ist wirklich gesichert und bekannt. Ja, danke, super. Und die letzte Frage für heute, ich habe natürlich viel mehr Fragen, aber für heute danke für Ihre Zeit. Was können Sie empfehlen für die weißrussische, russische, ukrainische Inker und für die Inkerei, Inker in andere Länder? Ja, also meine Empfehlung wäre natürlich mit der Zucht zu beginnen und zwar immer mit Reinzucht, also immer innerhalb einer Unterart. Ich muss dazu sagen aber, dass es, ich es sehr schade fände, wenn es die Kanika andere Unterarten verdrängt in anderen Ländern. Das heißt, in vielen Ländern ist sie leider schon, sind sie schon verdrängt worden, da ist schon ein Mischmasch von einer Landbiene und verschiedenen Unterarten. In diesen Gegenden würde ich es zum Beispiel empfehlen, die Kanika zu halten und züchterisch zu bearbeiten. Gleichzeitig aber finde ich, sollte jeder Imker auch etwas Idealist sein, so wie wir es auch sind in Österreich mit der Kanika, und auch die heimische Biene fördern. Das heißt, auch die zum Beispiel Kaukasika, Melifera, was auch immer in verschiedenen Gegenden, russische Bienen halt auch züchterisch bearbeiten. Und ich bin mir sicher, dass diese Biene, es ist nur eine Frage der Zeit, in ein paar Jahren, viel sanfter ist, auch mehr Honig bringt und mithalten kann mit der Kanika und vielleicht sogar einmal auch die Kanika in diesen Gegenden, wo sie angepasst ist, nämlich überholt, weil sie ja über Tausende von Jahren in der Evolution dort selektiert ist auf diese Gegend. Das heißt, wir sollten für die genetische Vielfalt unbedingt auch die anderen Unterarten züchterisch bearbeiten. Und ich finde, es schließt sich nicht aus, wenn ein Züchter beide zwei Unterarten gleichzeitig selektiert. Ja, die dritte Empfehlung ist einerseits internationaler Austausch mit Österreich, mit der ACA, gerne, selbstverständlich. aber auch, dass sich die Züchter in Russland zusammentun, organisieren zu einem Verband. Man kann nicht alleine, es bringt nichts, wenn man alleine arbeitet. Weil dann ist man immer abhängig von Königinkäufen aus Österreich, zum Beispiel Deutschland oder wo auch immer. Wenn sich die russischen Züchter zusammentun, Länder in der Gegend dort, dann können sie einmal einen eigenen Zuchtverband aufbauen, können untereinander Königin tauschen, Belegstellen betreiben, künstliche Besamung machen und so weiter. Nutzen die Erfahrung von ACA. Ja. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Ja, dann. Herr Dr. Kercher, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für diese unikale Möglichkeit, mit Ihnen zu reden und einen Teil in Ihrer Tagung machen. Wir hoffen, dass es nicht die letzte Mal ist. Ja. Wir möchten noch einmal in diese schöne Umgebung sein und fahren und mit Ihnen eine sehr enge Kooperation machen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, das freut mich auch. Ja, danke. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Danke.